Moin moin Seagross-Freunde, willkommen zurück auf dem Seagross-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute, ja, mit der Neuerung ohne Webcam. Mir geht's nicht ganz so gut, deswegen will ich euch den Anblick ersparen. Ab und zu muss ich mal ein bisschen husten, da mache ich das Mikrofon dann leise. Und natürlich die Neuerung, die ihr jetzt schon seht. Wir haben das Word-Dokument erstmal so ein bisschen außen vor gelassen und versuchen euch jetzt das mit einer kleinen Animation jedes Mal zu zeigen, welche Themen wir haben und über welche Themen wir aktuell sprechen. Das soll euch zum Beispiel, wenn ihr bestimmte Themen in der Flaschenpost sucht, das Vorspulen auch erleichtern, dass dann an bestimmten Themen halt gesprochen wird und ihr seht an der Seite dann die Überschrift zu diesem Thema. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu da, ob euch das gefällt oder ob ihr lieber die alte Variante wieder zurückhaben wollt. So, fangen wir direkt oben an und das zeigt dann uns den Prinz Eitel und seine Aufgaben, die jetzt fürs Winter-Event hier Einzug halten. Prinz Eitel Friedrich, Schlachtschiff, Tierstufe 6, wir haben schon viel gehört, dreimal genervt, einmal gebufft und jetzt haben wir das fertige Schiff und ihr könnt euch das Schiff erspielen und zwar im Namen seiner Hoheit, ist ein Direktiven-Event angelehnt an, das britische Royal Navy-Event, aber diesmal nicht über 3 Monate ausgedehnt, sondern nur über einen Update-Zyklus von 5 Wochen. Jede Woche gibt es einmal eine Direktive, insgesamt gibt es aber nur 4 Direktiven, das heißt, die letzte 5. Woche ist nochmal so zum Grinden da. Alle, die erst später da eingestiegen sind, können dann die 5. Woche nochmal nutzen, um die Aufgaben fertig zu machen, um Prinz Eitel Friedrich geschenkt zu bekommen. Wer das nicht kann oder möchte, kann direkt im Premium Store sich dann wieder die verschiedenen Pakete kaufen. Eine Besonderheit dabei wird sein, dass es auch ein Paket geben wird, wo man sich eine Kampagne, also einen Feldzug kaufen kann, der sich dann Stahlmonster nennt. In Verbindung mit dieser Kampagne kann man nochmal 4000 Stahl verdienen oder sich erarbeiten. Das ist also schon mal eine ganze Menge. Dann gibt es natürlich Kampfaufträge und zwar Nerven aus Stahl, das sind nochmal 2019 Stahl, das ist aber nur möglich mit dem Prinz Eitel. Und es gibt eine mächtige Prinz, Feldzug der mächtige Prinz. Da kann man auch nur, die erste Aufgabe kann man nur mit dem Prinz Eitel fahren, danach sind wieder alle anderen Schiffe zugelassen. Aber das Eröffnungsevent muss mit dem Prinz Eitel gefahren sein und dann habt ihr erst Zugang zu dem Rest des Events sozusagen. Ihr habt dann hier 5 Schiffe, die ihr geschenkt bekommen könnt. Hatsu, Aru, Icarus, Normandie, Nürnberg und Dallas. Und dazwischen gibt es Container aus der Sammlung, die für dieses Jahr jetzt vorgesehen ist, also für diese Belle Epoque-Sammlung. So, hier ist dann nochmal aufgedröselt, wie das alles losgeht. Also das Event startet am 20. Dezember im Namen der Hoheit, das ist das mit den Direktiven, und geht bis 22. Januar. Das heißt, ihr habt 5 Wochen Zeit und am 24. Januar wird es dann Update 080 geben. Das ist dann das nächste Ding, was wir nachher noch behandeln werden, was da an Neuigkeiten auf euch warten ab 080. Ja, wichtig ist, wenn ihr daran teilnehmen wollt, braucht ihr eine Wehrpaarstufe von 12 und Schiffe der Stufe 5 oder höher und ihr fahrt Zufallskoop oder gewertete Gefechte und dann könnt ihr die Direktiven entsprechend erfüllen. Wenn ihr diese ganzen Direktiven alle fertig macht und nebenbei die Belle Epoque-Sammlung füllt mit bis zu 15 Containern, könnt ihr aus der ganzen Geschichte, gibt es ja für jede Mission, gibt es eine Belohnung, nochmal 2000 Stahl oben raufhauen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben wir 4000 Stahl aus der Stahlmonster-Kampagne, die ihr euch kaufen könnt mit dem Prinz Eitel zusammen, 2000 Stahl aus den Nerven aus Stahl-Kampagne und nochmal 2000 Stahl aus der Kampagne im Namen seiner Hoheit. Dann sind wir schon bei 8000 Stahl. Wir zählen mal einfach so ein bisschen für uns mit. Wie gesagt, Prinz Eitel Friedrich ist dann die Belohnung der 4. abgeschlossenen Direktive. Wenn man den Schiff schon hat, also ihr euch das erspielt und es vor euch schon gekauft habt, gibt es 6800 Dublonen dafür. So, die Kampagne Der mächtige Prinz ist eine zeitlich befristete Kampagne. Die geht vom 20. Dezember bis 22. Januar und in dem Zeitraum müsst ihr diese Kampagne fertig gemacht haben. Danach verschwindet sie wieder aus euren Möglichkeiten, aus euren Optionen. Hier geht es nochmal darum, wie das nachher alles aussieht, was man so erspielen kann pro Sternchen, also pro Etappe. Und ja, die Neujahrstarnung der Schiffe, die gibt es nämlich dann da oben mit drauf, haben dann so die Standardwerte für die Premium-Tarnung. Ja, also Erkennbarkeit zu Wasser, Streuung der Granaten, EP, Gefecht um 50% erhöht und die Kosten für die Schiffswartung um 10% eben reduziert. Wenn ihr keinen Reserveslot im Hafen habt, dann gibt es den on top, oben drauf und
einen Kapitän gibt es sogar auch dazu. Also eine ganz nette Sache. Kommen wir zu den Kampfaufträgen Nerven aus Stahl. Also geht vom 21. Dezember bis 25. Januar, also nochmal eine Ticken länger. Und dann habt ihr hier die Möglichkeiten, mit dem Prinz Eitel Friedrich in dem Unternehmen Zufall, Koop und gewerteten Gefechten zu fahren. Im ersten Teil gibt es 400 Stahl, wenn ihr 300 Bänder in Gefechten verdient habt mit dem Schiff. 30.000 EP erfahren habt, nochmal 400 Stahl obendrauf. Dann gibt es 250.000 Schaden in Gefechten verursacht, nochmal 400 Stahl. Nochmal 250.000 Schaden, nochmal 400 Stahl und zum Ende Teil 5, 3 Millionen Creditpunkte mit dem Schiff zusammengefahren, gibt nochmal 400 Stahl. Und am Ende, wenn ihr das alles abgeschlossen habt, gibt es nochmal 19 Stahl und dann sind wir bei 2019 Stahl. Ja, und wie gesagt, das Schiffchen gibt es natürlich auch im Premiumladen. Ich persönlich werde mir das Schiff kaufen, weil ich wahrscheinlich nicht die Zeit haben werde, alles zu erfahren. Neben den Videoproduktionen und der Familie bleibt dann halt nicht mehr die Zeit, so viel für World of Warships spielen. Und von daher werde ich euch das Schiff auf jeden Fall zeitnah versuchen zu präsentieren und unsere Schiffsvorstellung natürlich auch dementsprechend machen. So, das war ein erster Überblick zu den bevorstehenden Aufgaben, die euch im Winter, zu Weihnachten, zu Silvester und im Januar erwarten, die jetzt schon mal angekündigt sind. Es gibt sicherlich noch weitere Aufgaben. Aber wir kommen zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist Supertest die Exeter. Ja, wurde heute vorgestellt. Und zwar ein britischer Kreuzer der Tierstufe 5. Drei Türme, A2 Rohre, 203 mm, 14,3 km Schussreichweite. Steht hier erstmal zur Debatte. 30.000 Trefferpunkte. Ich glaube, das ist ganz ordentlich für die Tierstufe. Der Brandwahrscheinlichkeit von 15%. Jetzt müssen wir mal gucken. Nachladezeit 12 Sekunden. Hört sich so ein bisschen an wie so eine Aober. Ja, ist jetzt ein britischer Kreuzer ohne Frage. Aber sie scheint HE und AP schießen zu können. Also, sonst wird ja hier nicht die Brandwahrscheinlichkeit und der HE-Schaden hervorgehoben werden. Das heißt, das ist was Besonderes für britische Kreuzer, die sonst eigentlich nur AP schießen können. Ja, auch da wieder der schmale Spreizer oder der breite Spreizer bei den Torpedowerfern. Und Erkennbarkeit an der Oberfläche 11 Kilometer. Ihr seid T5, das heißt, ihr könnt da 1,1 Kilometer und nochmal ein bisschen was an Metern, also sagen wir mal 1,3, 1,4 Kilometer könnt ihr nochmal abziehen. Das ist dann eure Erkennbarkeit auf der Tierstufe. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Und ja, Oberflächenerkennbarkeit geht also runter unter 10 Kilometer und ihr könnt dann doch 14,3 Kilometer weit schießen. Das ist sicherlich einigermaßen okay, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz so gut von der Differenz wie bei der Fidschi zum Beispiel jetzt. So, Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft ist schon dabei, hydroakustische Suche und der Katapulttiger respektive Nebelwerfer, den kann man nämlich austauschen. Also eine ganz interessante Variante. Gucken wir mal, wie das Schiffchen dann nachher wirklich ins Spiel kommt, aber sieht auf jeden Fall ganz schön aus, wie ich persönlich finde. Oh, da sind wir schon einen weiter. Der nächste Punkt ist nämlich das Mondneujahr. Das ist ein neues Event, was 2019 einberufen wird. Und dazu gibt es neue Lackierungen. Und zwar für die Anshan, für die Luyang, für die Huanghe, für die Irian. Das ist ja ein Schiff, was sich aktuell noch im Beta-Test befindet. Oder im Super-Test befindet. Und die Tarnung entsprechend quasi haben so die üblichen Werte, die auf der Tierstufe dann anliegen, sage ich jetzt einfach mal. Also hier die Erkennbarkeit, die Streuung, Kampf XP 100%, freie XP 50% geboostet und Commander XP 75% geboostet. Es gibt dann da auch noch im Zusammenhang mit den Aktivitäten Gedenkflaggen und Spezialcontainer. Also das ganze Programm. Ich zeige euch hier mal so ein bisschen das Foto. Die Luyang gefällt mir richtig gut mit diesem Seedrachen oder Seelöwen oder was da vorne dran sein soll. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich verspielt aus. Das hier ist die die Huanghe? Ich glaube nicht. Das ist die Irian. Genau. Steht ja unten auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist die Huanghe. Sehr coole Lackierung, wie ich finde. Auf jeden Fall erstrebenswert, die sich zu erspielen, auch wenn man die Huanghe gar nicht selber hat. Und dann gibt es hier wieder besondere Container, wie immer zu den üblichen
Events. So, und dann haben wir hier noch die Anschauen. Einmal die Fotos durchgeklickt. So, dann hatten wir hier einen Wargaming-Code für euch. Das ist ja aber wahrscheinlich eher für World of Tanks, weil Erkennungsmarken spielen bei World of Tanks eine Rolle. So, dann wird es neue einzigartige Kommandanten geben. Die Fotos sind hier, also Daron und, wie heißt der andere Kerl? Guanrong, also Brüder wahrscheinlich, wie wir das schon öfter mal hatten. Und die haben die besondere Fähigkeit, Sprengmeister Brandwahrscheinlichkeit um 3% erhöht statt um 2% und Überlebensexperte 400 Trefferpunkte pro Schiffsstufe statt 350. Alles andere sind dann wieder die Standardwerte. Mal gucken, wie man sich die dann erspielen kann. Das wird wahrscheinlich dann wieder so eine Aufgabenreihe geben, wie man sich diese Kapitäne dann erarbeiten kann. Oder vielleicht kaufen wieder. Schauen wir mal. Im Namen des Mondschein-Events sozusagen oder Mondneujahrs gibt es dann auch natürlich einen überarbeiteten Hafen. Und zwar wird der Drachenhafen überarbeitet. Es wird die Nacht eingeführt. Es gibt wohl dann irgendwie neue Klänge und eine anders dekorierte Landschaft. Und eine verbesserte Wasseroberfläche. Das ist das, was sie uns hier aufschreiben und auf den Weg geben. Ja, ich bin jetzt nicht so oft im Drachenhafen. Ist mir doch ein bisschen zu fiktiv. Aber ja, ich finde aber zum Drachenfest kann ich mir durchaus mal vorstellen, auch in diesen Hafen zu wechseln. Oder zum Drachenfest, zum Neujahrsfest, weil es ja so ein typisch chinesisches, asiatisches Fest ist. Da kann man dann auch mal kurz innehalten und einfach mal sagen, ja, dazu als Themenbereich zu machen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und das nächste Thema sind CVs mit dem Update 080. Ja, gestern hieß es noch, ja, kommt im ersten Quartal 2019. Und das Quartal fängt ganz früh an. Hier haben wir hier einen Riesenartikel für euch. Ich kann gar nicht auf alles eingehen. Es wird am Ende so sein, dass mit dem Patch 080 die Träger ins Spiel hineingepatcht werden sollen. Das heißt, am 24. Januar 2019, aller Voraussicht nach, wird das neue Gameplay ins Spiel kommen und damit dann auch die ganzen Regeln mit diesen Vergütungen, Umtauschmöglichkeiten und so weiter dann aktiv werden. Ja, sie werden nochmal ein bisschen was verändern. Zum Beispiel das Autopilotsystem wird überarbeitet, gerade weil man ja in Zukunft nicht mehr Träger steuern kann und die Flugzeuge, sondern immer nur eine Sache auf einmal. Dann wird es wohl auch noch daran gearbeitet, dass man den Träger besser vor Luftangriffen des anderen Trägers schützen können soll. Das heißt, es soll möglicherweise sogar automatisiertes Verbrauchsmaterial geben. Das alles steht hier drin. Also wenn ihr euch das alles durchlesen wollt, weil ihr euch dafür interessiert, dann kommt gerne auf unsere Facebook-Seite vorbei. Wir übersetzen immer alle Development-Artikel, die es gibt bei Facebook vom Englischen ins Deutsche. Und ich glaube, dass da auch die Übersetzungsqualität in den letzten Wochen und Monaten immer weiter deutlich zugenommen hat. Von daher sind wir auch in der Lage, so komplexe Texte wie hier zum Update 080 doch einigermaßen, also nicht einigermaßen, meiner Meinung nach schon ganz gut zu übersetzen. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine große Neuigkeit. So, da bin ich schon wieder. Ja, am Test haben am Ende 5000 Spieler teilgenommen. Ich war einer davon. Ich hatte das auch mal live gestreamt. Und das Gameplay von den neuen Trägern gefällt mir so dermaßen, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, dass ich das definitiv dann auch mal live streamen werde. Wenn ich nämlich dann die Träger weiter nach oben fahre, weil ich werde keinen zurückgeben von den Forschungsträgern, die ich freigespielt habe. So, geht weiter. Und zwar das nächste Thema und das ist Wettrüsten. Wettrüsten, wir hatten auch gestern oder vorgestern erst darüber berichtet in einer der Flaschenpost-Ausgaben, dass Wettrüsten zurück ins Spiel kommen soll. Aber anders als wir gedacht haben. Nämlich die Elfte sang der gewerteten Gefechte. Der gewerteten Gefechte wird im Wettrüstenmodus stattfinden. Das heißt, es wird also ganz sicher sein, dass die Ranglistenkämpfe dann T9 sind. Ja, und es wird dann andere Möglichkeiten geben, hier Bonis zu erarbeiten. Also Nachladegeschwindigkeit, Entdeckbarkeit ist klar, Heilung ist auch klar, Erhöhung der Brandwahrscheinlichkeit soll mit reinkommen, verbesserte Manövrierfähigkeit soll mit reinkommen. Und Nachladegeschwindigkeitsbonus soll auch mit reinkommen. Es sind so Sachen, da könnte man eventuell sogar
Also wir haben es hier so übersetzt, Hauptbatterie-Nachladezeit und Turmdrehzeit soll sich verbessern. Also das ist sehr, sehr interessant. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das in den Ranked Battles dann einschlägt. Ich glaube, dass die nochmal doppelt so viel Spaß machen können, weil sie dann auch plötzlich eine komplett neue Sphäre bieten. Ja, nicht mehr T10-Gefechte, sondern T9-Gefechte. Man hat auch mal Grund, sein T9-Schiff so ein bisschen auszupacken und damit mal eine Runde zu fahren, mit dem ein oder anderen Premium-Schiff vielleicht auch oder mit dem Forschungsschiff. Prinz, hier unser T9-Schiff der Deutschen, der große Friedrich, der wird jetzt auch demnächst gebufft, ist also vielleicht auch ein Schiff, was man dann in den Ranked häufiger sehen wird wieder, weil er einfach ein bisschen schlagkräftiger geworden ist, dann das Schiff hier. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das nochmal so eine Neuigkeit, die ich euch unbedingt mit auf den Weg geben wollte. Wettrüsten wird das neue Format der gewerteten Gefechte in der Saison 11. So, und jetzt sind wir schon wieder durch die Flaschenpost. Sind 16 Minuten diesmal geworden. Wie gesagt, eine kleine Erinnerung nochmal, wir haben noch immer unser Adventsgewinnspiel am Laufen. Ihr könnt ein Schiff eurer Wahl gewinnen und vielleicht wollt ihr ja auch den Prinz Eitel Friedrich haben. Ich zeige ihn euch nochmal. Wenn er dann im Store ist am Wochenende und wir am Samstag den, was ist das für ein Datum dann? Der 22. Dezember gegen kurz nach 12 Uhr werden wir schon die Auslosung machen, also relativ zeitnah. Und dann werdet ihr schon am Samstag wissen, ob ihr den Friedrich bekommt und könnt dann quasi direkt in die Stahl-Giganten-Kampagne vielleicht einsteigen. Also die müsst ihr euch vielleicht sogar separat dann kaufen. Aber hier in diese Nerven aus Stahl oder der mächtige Prinz-Kampagne, die könnt ihr dann direkt durchstarten und euch den Prinz Eide sogar nochmal erfahren und damit nochmal Dublonen bekommen, nämlich diese 6800, die ich vorhin schon genannt habe. Also, das ist doch eine coole Aktion und wenn ihr dieses Schiff gar nicht haben wollt, sondern euch mal spielen wollt, könnt ihr vielleicht ein paar andere Schiffe, euch ein Schiff aus dem Premium-Laden aussuchen, was euch gefällt. So. Ich sage einfach vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so aufmerksam wart und die ganze Zeit mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch ein Abo, würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn euch eine Information gefehlt hat, dann einfach rein damit in die Kommentare. Auch, wir nehmen Lob, aber auch Kritik entgegen. Solange es konstruktiv ist, hilft das immer weiter. Und ja, gehen dann auch gegebenenfalls darauf ein. Wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr das auch gerne unten in den Comment-Bereich schreiben. Und was mich ganz wichtig noch interessiert ist, wie findet ihr die neue Variante hier mit den Stichpunkten an der Seite eingeblendet, anstatt mit dem Word-Dokument. So, ich sage einfach danke, bis zum nächsten Mal, euer Seekrauts-Team, euer Marara. Haut rein, ciao, ciao.